Mit der Defusion haben wir uns gelöst von der Verhakung, gelöst von der Fusion, von der Verschmelzung mit verschiedenen Regeln. Und mit Hilfe der Akzeptanz konnten wir die Erlebnisvermeidung überwinden. Das sind die ersten beiden flexibilitätsfördernden Prozesse. Und ich freue mich, gemeinsam mit euch nun einzutauchen in den dritten Prozess, nämlich die Gegenwärtigkeit. When we let go of our battles and open our heart to things as they are, then we come to rest in the present moment. Auch wieder ein schönes Zitat von Jack Kornfield, den ich schon öfter zitierte an diesem Wochenende. Ja, also wenn wir unsere Schlachten und unsere Kämpfe wirklich beenden und uns von ihnen lösen und unser Herz öffnen zu den Dingen, so wie sie sind, dann kommen wir in den gegenwärtigen Moment. In den present moment. Es gibt nach Jon Kabat-Zinn, den viele von euch sicherlich kennen, den Begründer von MBSR, der Mindfulness-Based Stress Reduction, und auch MBRST, also auch der therapeutischen Seite. Nach Jon Kabat-Zinn, der ja selbst Arzt ist und praktizierender Buddhist, gibt es vier Qualitäten von Gegenwärtigkeit, nämlich absichtlich und bewusst etwas zu tun. Ja, Gegenwärtigkeit hat nicht mit unbewussten Prozessen zu tun, sondern mit etwas, was wir absichtlich und bewusst steuern und tun. Zweitens, das im Hier und Jetzt sein, also am Ort und zu der Zeit, im Hier und Jetzt. Die dritte Qualität, ohne Bewertung zu bleiben. Und die vierte Qualität, ohne Veränderung des Erlebten, es einfach nur sein zu lassen, es nicht zu steuern, es nicht zu verändern. Und das ist sozusagen die Grundlage auch seiner gesamten Lehre und seiner gesamten Meditationspraxis, die er ja weltweit etabliert hat, ohne das Kind direkt Meditation nennen zu müssen, sondern eine meditative Praxis, die Menschen helfen kann, wieder in den gegenwärtigen Moment einzutauchen. Und alle Studien zeigen, je besser uns das gelingt, in den gegenwärtigen Moment einzutauchen, immer und immer wieder, desto weniger Pathologien halten an. Das heißt, sie lösen sich von selber auf. Nicht jede Pathologie lässt sich mit diesem einen Tool lösen, aber es ist ein Panaceum. Es ist ein Allheilmittel. Gegenwärtigkeit ist ein Allheilmittel, definitiv. Wenn es ein Panaceum gibt, dann Gegenwärtigkeit. Und das Wichtige ist, Gegenwärtigkeit können und müssen wir trainieren. Deswegen trainiere deinen Geist. Wir reden nicht über Gegenwärtigkeit. Ja, wir leben im Hier und Jetzt und dergleichen. Wir wollen hier keine ESO-Nummer aus der Kiste machen, sondern es geht um ein ganz klares, hartes Training. Es geht um einen Drill, wie einen militärischen Drill. Merkst du, dass du wieder weggezogen wurdest? Dann enthake dich und hol dich wieder zurück in den gegenwärtigen Moment. Dann kommt wieder ein Gedanke und du holst dich wieder zurück. Es kommt wieder ein Gedanke und du holst dich wieder zurück. Jon Kabat-Zinn sagt zum Beispiel, Meditationspraxis ist wie das Sich-Befinden in einem Labor. Ist wie ein Experiment. Du laborierst, du untersuchst wieder deinen Geist und stellst fest, da kommt schon wieder ein Gedanke und du holst dich wieder zurück. Kaum bist du in einem Zentrum wieder angekommen, kommt der nächste Gedanke und du holst dich wieder zurück. Als Hilfestellung dient sehr häufig der Atem. Ja, über den Atemfluss haben wir die Möglichkeit, uns immer wieder zu zentrieren auf etwas, was auch mit unserem Körper in Verbindung steht und was autonom funktioniert. Aber kaum haben wir drei Atemzüge getätigt, sind wir schon wieder gedanklich weggezogen und wir holen uns wieder zurück. Und je öfter wir das praktizieren, desto weniger werden wir weggezogen. Aber wir werden weggezogen, jeder wird weggezogen. Auch der größte Meditator, wenn es das Wort gibt, ansonsten habe ich es jetzt erfunden, auch der größte Meditator, der 30 oder 50 Jahre im Felsen gelebt hat und dort nur meditiert hat und sonst nichts anderes tat, wo man sagt, naja, da wird relativ wenig Fusion ablaufen und relativ wenig Verhakung ablaufen. Auch der erlebt das, weil es ist die Natur unseres Geistes. Die Frage ist nur, was machen wir damit? Und wir können unseren Geist trainieren, uns immer wieder zurückzuholen. Das ist eine der wichtigsten Übungen und Aufgaben. So wie wir einen Muskel trainieren, indem wir ihm einen Widerstand aussetzen, damit er erhalten bleibt oder wächst, so müssen wir auch unseren Geist trainieren, sich wieder zurückzuholen und zu fokussieren auf die Gegenwart. Und denkt an diese vier Qualitäten, absichtlich und bewusst,
im Hier und Jetzt, ohne Bewertung, ohne Veränderung des Erlebten. Das sind die Kernqualitäten und Kriterien. Durch reine Beobachtung können wir uns leichter vom Inhalt der Geschichten lösen. Es geht nicht um den Inhalt der Geschichten, den wir weiter reflektieren, analysieren. Denk daran, Analyse, Paralyse. Sondern es geht darum, die Geschichte als Geschichte einfach nur zu sehen und zu lernen, zu beobachten. Die Beobachtungsfunktion, da werden wir heute Nachmittag im letzten Prozess dazu kommen, ist eine zentrale Funktion, die wir aktivieren können. Das nennen wir das sogenannte Beobachter selbst. Das wollen wir aktivieren lernen, dazu aber nachher mehr. Gegenwärtigkeit ist die Magie und die Kraft des Momentes. Das ist das Prinzip von Gegenwärtigkeit. Wieder ein schönes Zitat dazu. Basically, being aware in the present moment is the only game in town. And if we miss this moment, it will be gone forever. Wenn wir den gegenwärtigen Moment verpassen, wird er nicht wiederkommen, dann ist er weg. Deswegen wollen wir uns ihm gegenüber öffnen. Denk daran, psychische Flexibilität, wir haben es gestern definiert, ist die Fähigkeit bewusster menschlicher Wesen zum vollständigen Kontakt zum gegenwärtigen Moment. Ohne Abwehr und ohne Vermeidung. Der vollständige Kontakt zum gegenwärtigen Moment ohne Abwehr und ohne Vermeidung. Mit tiefer innerer Bereitschaft und Akzeptanz. Ihr seht jetzt, wie die verschiedenen Prozesse miteinander in Verbindung stehen. Ich hatte vorher gesagt, Diffusion und Gegenwärtigkeit haben eine enge Verbindung. Jetzt seht ihr, welche Verbindung zwischen Akzeptanz und Gegenwärtigkeit besteht. Akzeptanz ist in der Gegenwärtigkeit enthalten. Sehr, sehr spannend. Aktives Einlassen auf den Moment, offen, interessiert und neugierig. Ne, haben wir jetzt schon 3-4 Mal erwähnt, diese Eigenschaften. Wir können es gar nicht oft genug nennen, damit wir uns auch immer mehr an sie erinnern. Weniger Planung und Vorbereitung, mehr Spontaneität steht hier im Mittelpunkt. Choreografiert bitte nicht mehr alle Aktivitäten, alle Momente eures Lebens. Natürlich, wenn ihr frisch verliebt seid und euer möglicher neuer Geliebter besucht euch zum ersten Mal zu Hause, dann bereitet ihr vor, ihr seid mächtig aufgeregt, hoffe ich. Ja, ihr kauft das beste Essen, was man kaufen kann, den besten Rotwein, den man kaufen kann. Ihr bereitet alles wunderschön zu, um einen romantischen, harmonischen, liebevollen Abend zu haben und das Beste rauszuholen, ist ja klar. Da bereitet ihr vor, da choreografiert ihr. Aber der gegenwärtige Moment ist davon völlig unabhängig. Weil ihr könnt noch so gut vorbereiten, wenn der gegenwärtige Moment, in dem es funkt zwischen euch beiden, nicht existiert, war alles ein Flop. Haben wir alle erlebt. In jungen Jahren, im mittleren Alter, vielleicht habt ihr es gestern erlebt. Keine Ahnung, wo ihr gerade steht. Ja? Also mehr Spontaneität und auch das Einlassen. Ja, versucht auch jetzt mal künftige Aktivitäten nicht mehr so zu planen, sondern sagt einfach mal, ich schau mal, was passiert. Ich gehe einfach mal rein in die Situation und schau mal, was passiert. Ich bereite nicht mehr alles vor. Wenn ihr das nächste Mal zum Arzt geht, wenn ihr das nächste Mal ein Gespräch habt, lasst euch einfach mal auf diese Situation ein und bereitet euch nicht mehr vor. Natürlich gibt es Bereiche, wo man sich vorbereiten muss. Ja, also in unserer Partnerschaft, die jetzt mittlerweile 20-jähriges Jubiläum feiert, in diesem Jahr, meine Frau und ich sind 20 Jahre verheiratet, großes Jubiläumsjahr, ist es so, dass ich dann die Rolle in der Regel habe, ein paar Dinge vorzubereiten, ja, wenn wir irgendwelche Geschäftsgespräche oder sonst irgendetwas haben. Corinna hat, ich darf das sagen, ja, noch nie irgendetwas vorbereitet. Corinna ist die größte Choreografin, die noch nie choreografiert hat. Sie choreografiert im Moment. Und das ist die genialste Choreografie. Es klappt nicht immer. Ich muss dann manchmal auch sagen, pass mal auf, das ist ja schön und gut, aber sorry, die Akte braucht jetzt der Steuerberater oder keine Ahnung irgendwas. Ne? Also ganz ohne Vorbereitung geht es nicht. Aber sie geht egal wo hinein, auch in entscheidende Momente. Wir hatten in unseren 20 Jahren gerade geschäftlich auch Krisenmomente.
Ja, ich denke an Jahre wie, wann waren das, 2008 oder so etwas, ja, wo wir nicht wussten, ob wir überleben, ja, Schulden ohne Ende hatten und so weiter und so fort. Wir haben harte Nächte durchlaufen und Wochen und Monate und so weiter und so fort. Ja. Und dennoch ist sie völlig, ich sag mal unvorbereitet, in Anführungsstrichen, einfach reingegangen und hat aus dem gegenwärtigen Moment das Bestmögliche herausgeholt. Und ihr könnt ja immer noch, und das ist vielleicht die Botschaft hinter dieser Idee, ihr könnt ja noch nachreichen, wie man so schön sagt. Reicht doch nach, was gebraucht wird. Es ist keine typisch deutsche Tugend, das muss man ganz klar sagen, weil der Deutsche ist meistens immer super vorbereitet. Das wird ja auch im Ausland positiv bewertet. Ne? Der Deutsche ist organisiert, strukturiert und so weiter und so fort. Aber wichtig ist, dieser gegenwärtige Moment, diesem Moment zu vertrauen. Und das funktioniert nur, wenn ihr Akzeptanz lebt. Weil es kann ja jetzt Folgendes passieren, dass im gegenwärtigen Moment dir keine Idee kommt. Dass du in dem Moment einfach nicht weißt, was nun? Das muss man aushalten können. Ein Bereich, in dem ich zum Beispiel gerne Gegenwärtigkeit übe, nicht übe, sondern lebe, sind meine Vorträge und mein Unterricht. Corinna kennt das und kann das bestätigen, weil sie mich seit 20 Jahren begleitet, durch alle Phasen, dass ich zwar eine Vorbereitung inhaltlich vornehme, sprich ein Skriptum erstelle und dadurch auch einen gewissen Ablauf generiere, weil ihr wollt ja Inhalte nach einem Wochenende haben, aber ansonsten noch nie irgendetwas vorbereitet habe im Sinne von, ich spreche etwas vor. Es gibt ja die meisten, es wird ja auch so empfohlen, die sagen, einen Vortrag musst du, was wird da normalerweise empfohlen, wie oft muss man Vorträge halten, bis man ihn dann tatsächlich hält? Keine Ahnung, es gibt auch so Empfehlungen, ne, so von Rhetoriklehrern und was weiß ich was. Bereite das vor und halte ihn ganz, ganz oft und dann bist du irgendwann bereit sozusagen. Ja? Oder PowerPoint-Präsentationen werden so oft gesprochen und eingeübt mit der Stoppuhr, dass man guckt, dass dann auch die Zeit eingehalten wird, damit man es schafft, sozusagen. Ganz ehrlich, wenn ihr das tut, geht die Magie des Momentes komplett verloren. Ich wusste nicht heute Morgen, was kommt. Ich hatte nur die Idee, ein, zwei Gedanken, ehrlich gesagt, der erste kam ja auf dem Klo heute Morgen, der andere unter der Dusche. Und habe gedacht, das wäre schön, damit zu starten. Dann las ich noch das Zitat von Kelly und dann habe ich gesagt, ich setze mich heute Morgen hier hin, um dialogisch zu starten und dann gucke ich mal, was kommt. Manchmal kommt was Geniales und Großes, manchmal kommt weniger Geniales und Kleineres. Es kann auch mal gar nichts kommen, aber dafür müssen wir offen sein. Und dann entsteht etwas in einem Moment, was magisch ist. Und überlegt mal, wo könnt ihr starten, vermehrt diesen gegenwärtigen Moment zuzulassen? Ohne Vorbereitung. Und wo erkennt und entdeckt ihr euch, dass ihr vielleicht aus Ängsten heraus, ihr könntet etwas verpassen, es könnte etwas nicht so laufen, wie ihr es eigentlich wollt. Versucht wieder alles zu regeln, zu steuern, zu dirigieren. Diese Steuerung und Dirigierung nimmt uns den gegenwärtigen Moment. Wir versuchen, alles zu kontrollieren. Es ist ein Ausdruck unserer Kontrollagenda. Und genau den wollen wir überwinden. Vertraut dem gegenwärtigen Moment. Und das Interessante ist, wenn wir dem gegenwärtigen Moment vertrauen, dann geschehen Dinge, nicht immer nur angenehme Dinge, aber es geschehen Dinge, die uns enorm weiterbringen. Planen wir alles voraus? Bereiten wir alles vor? Choreografieren wir jedes Erlebnis unseres Lebens? Wird das nicht passieren, weil wir vorweggenommen haben, was passieren soll und nicht bereit sind, anzunehmen, was passiert. Ja, das sind ein paar Gedanken dazu und ihr könnt euch selber, während ich das erzähle, überprüfen und einfach schauen, wo habt ihr kein Vertrauen. Denn den gegenwärtigen Moment nicht zulassen zu können, hat meistens mit fehlendem Vertrauen zu tun, mit fehlendem Vertrauen in das, was ist. Wir wollen es steuern, wir wollen das erreichen, was wir erreichen, was wir meinen, dass es richtig ist. Und in den meisten Fällen landen wir eine Bruchlandung. Es funktioniert nicht. Ja?
Anstelle komplexer Choreografien rein ins Wasser und schwimmen. Ihr sollt aber auch kein Himmelfahrtskommando machen, ne, wenn wir jetzt mal das Beispiel eurer Praxis nehmen. Natürlich braucht es Vorbereitung für den Start eurer Praxis. Natürlich braucht es Planung. Natürlich braucht es ein Geschäftskonzept. Gar keine Frage. All diese Dinge solltet ihr erarbeiten. Das ist auch sinnvoll. Aber am Ende müsst ihr reinspringen. Am Ende gilt es, zu vertrauen, dass die Menschen zu euch kommen, die zu euch passen, an denen ihr wachsen könnt. Denkt immer daran, ihr werdet keine Aufgabe im Leben gestellt bekommen, die ihr nicht bewältigen könnt. Weil dann wäre es keine Aufgabe mit Sinn, sondern ihr denkt nur, dass euch diese Aufgabe überfordert. Nehmt an, was kommt, nehmt an, was passiert. Geht rein und lasst nicht den Gedanken freien Raum, was mache ich, wenn jetzt Menschen kommen, die ich nicht behandeln kann, die ich nicht betreuen kann, wenn dies passiert, wenn jenes passiert, was mache ich, wenn und so weiter. Natürlich kann man ein paar Szenarien vorab erdenken, vorbereiten. Aber geht am Ende in den Moment hinein und dann werdet ihr eine Genialität in euch entdecken. Und diese Genialität erzeugt unglaubliche Flow-Gefühle. Ich weiß, wovon ich spreche und deswegen möchte ich euch dazu inspirieren, diesen Moment zu erleben, diese Momente zu erleben. Und sie funktionieren nicht, wenn wir uns buchhalterisch vorbereiten. Ich will es mal so rumformulieren. Seid ein guter Buchhalter, ihr seid Deutsche, das sind immer gute Buchhalter, aber legt mal deinen Buchhaltergeist ab und geht mal rein in den Moment, geht rein in die Begegnung. Die Begegnung mit Menschen birgt so unglaubliches Potenzial. Aber wenn wir im Vorfeld immer schon überlegen, ja, was werde ich fragen, was werde ich sagen, wie werde ich reagieren, wie werden wir uns begegnen, ja, wann, wie, wo, weshalb, warum und so weiter, wir nehmen unserem Leben die Magie und die Genialität. Okay? Im gegenwärtigen Moment kommen wir unseren Werten und Talenten ganz nah und werden frei. Das ist diese Genialität, von der ich gerade eben sprach. Und die hat jeder von uns, jede, die hinter der Kamera gerade zu Hause sitzt und darüber nachdenkt, wo bin ich sozusagen am Planen und weniger im gegenwärtigen Moment. Und wir beide hier genauso. Jeder hat diese Fähigkeiten, diese Talente, unterschiedlichster Art. Und wir kommen unseren Werten und unseren Talenten ganz nah, wenn wir eben in diesen gegenwärtigen Moment eintauchen. Probiert es aus.